Da fährt er schon raus. Hallo. Hallo. Ah, hallo. Ihr, der Hans wollte fragen, ob du Arbeit hast. Nein, momentan eigentlich nicht. Oh, irgendwie haben alle keine Arbeit. Gerade irgendwie schwer auf dem Arbeitsmarkt. Mhm. Okay, aber dann... Okay, nice Teil auf jeden Fall. Jo. Gut, ich bringe dir dann wieder. Ja. Hoffentlich unbeschädigt. Ich darf doch bestimmt da mitfahren, Harry, oder? Mit dem Volker. Ja, na klar. Dankeschön. Gut. Tschüss. Jo. Tschüss. Ja. So, gucken wir mal. Hä? Der Motor war schon an. Ja, aber irgendwie wollte der nicht losfahren. Also, da musst du erstmal drauf achten. Der hat einen so großen Wendekreis. Alter, ja, ist ein riesen Gerät. Ja, schon. Muss ich ein bisschen aufpassen. Anders wie gewohnt mit dem Traktor. Tja. Und vor allem geht er ab wie Schmidts Katze. Ich glaube, der fährt so 83, ne? Jo. Höchstgeschwindigkeit. Alles gut, schaffen wir wenigstens ein paar Schafe an. Ran. Das Problem ist ja. Oh, guck mal, hier ist Koppelfeld. Das ist schon ein bisschen gewachsen. Ja. Das Problem ist, sobald du noch den Schafständer nicht hast, kannst du noch keine Tiere rein drin. Ja, wir fahren jetzt mal zum Hof und dann gucke ich mal, ob der Jürgen schon da ist. Mhm. Vielleicht hat er den Bausatz schon dabei. Kann gut möglich sein. Uiuiui. Oder ich kaufe mir noch ein Feld, aber das lohnt sich gerade nicht. Nee. Vor allem weiß der ja eigentlich gar nicht, wo der hin soll, der Schafstall. Na, wie es aussieht, ist er noch nicht da. Und ich habe eigentlich auch keine Ahnung, wo der Schafstall hin soll. Du hast ja gar keinen Platz. Irgendwo muss ich Platz machen. Warte mal, ich stelle mal den LKW darüber. Leider ist die Mauer ja fest da, ne? Ja. So, lass mal gucken. Ich gehe mal gerade in 3D-Planer. Warte mal, kriege ich den da... Ach ne, der Audi hat keine Anhängerkupplung, gell? Hat der LKW nicht hier noch ein Ding? Könnte sein. Oh ja, hat er dran. Kannst du mal die Palette gerade festmachen? Mhm. Bitte. So gut? Ja. Wohl. Ach so, bin ich. So. Gut, dann gucken wir mal in 3D-Planer rein, was der so sagt. Vielleicht hole ich mir auch so Schafe. Bin mir aber noch nicht sicher. Da hinten an meinem Hof habe ich ja genug Platz eigentlich. Jo. Oh, das wird aber. Das wird aber. Funktioniert das, wenn das Multisilo weg ist? Ja, nee, ich glaube, ich krieg's auch so hin. War nur eine schmale Durchfahrt dann noch. Aber das wird wahrscheinlich zu schmal. Und er muss das Silo vorsetzen. Vors Haus.
Warte mal, ich denn hier hinten? Ne, das passt auch nicht. Frag noch mal eine Einzeige, die mir beantwortet. Alter, was fährt denn der da zusammen? Man kann mit dem großen Gerät nicht umgehen. Ja, wahrscheinlich muss wirklich das Silo weg. Ich wüsste vielleicht, wo das Silo dann hin könnte. Ja, da wo du jetzt bist. Ja, genau. Ja, das passt nicht mit dem Trigger zusammen. Ja, das ist die einzigste Möglichkeit. Mal kurz telefonieren. Mach das. Volker an, ja. Hallo, du müsstest ein bisschen mehr Zeit einplanen. Ja. Müsstest mein Silo abbauen und an einer anderen Stelle wieder aufbauen. Ich hab sonst keinen Platz für einen zweiten Schafstall. Ja. Beziehungsweise, warte mal. Brauche ich überhaupt ein Silo? Habe ich da was drin? Ich glaube, ein bisschen Saatgut. Kommen Sie im schlimmsten Fall, Volker, kommen Sie rüber zu mir. Ja, warte, Gras? Gras habe ich auch keins mehr drin. Hä, kann das sein? Das war. Unser Feld eigentlich erntereif? Nee, also hör mal auf. Ewig nicht. Ich habe eigentlich nichts drin. 4000 Liter Saatgut, also wenn du einen Anhänger mitbringst, kannst du das auch noch haben. Ist schlecht ein Anhänger. Oder ich hol mir kurz einen bei dir. Ich habe einen LKW vom Harry. Gebe ich es bei dir ins Silo. Ja. Okay. Gut, dann komme ich gleich. So, ich stell wohl noch kurz den Teleskoplader, Traktor und alles bei dir auf dem Hof. Ich kurz die zwei da kappen. Was, die zwei? Case. Ach, jo, mach. Gut, bis dann. Schieß die zwei Sachen aber mal ab, ne? Hä? Was abschließen? Zwei Sachen. Welche zwei Sachen? Den Traktor und den Teleskoplader. Ja, ja, kannst du hinstellen, passt schon. Der Case fährt gerade wieder in deine Richtung. Warte, ich guck mal gerade. Ja, der kommt gerade zu deinem Hof. Ich guck nur, ob der... Jetzt steht er bei mir am Feld. Nee, er fährt weiter. Ja, ich weiß, wo die hinfahren. Ich guck mal, ob die ganze Zeit vom LU, glaube ich, hoch in den Wald, in die Kirschplantage. Ja, der ist vorne abgebogen. Ja, dann weiß ich, wo die hinfahren. Okay, gut, tschüss. Jo, ciao. Harry, Hans? Ja. Bist denn? Hinter dir. Der Jürgen fährt den jetzt hinterher. So, ich mache jetzt Folgendes. Ich verkaufe das Silo, weil das brauche ich gar nicht. Wir müssen aber kurz zum Jürgen und da einen Anhänger abholen. Mhm. Dass ich das Zeug da reinkrieg. Da ist ein bisschen das Dings Saatgut noch drin. Aber ein Silo brauche ich gar nicht. Ja. Zumindest im Moment nicht. Wenn ich irgendwann mal eins brauche, dann hole ich mir eins. Ja, die sind ja auch günstig von der Nachmarke. Ja. Großer Umbau hier. Ja. Silo weg. Schafstall hin. Einen Unterstand könnte ich mir vielleicht dann noch holen. Ups.
Also du hast auf beiden Feldern Karten angepflanzt bei dir? Jo. Oh, stimmt. Warte. Stimmt ja, da. Was hattest du bei Holmer gesagt, was das Ding kostet? Ich glaube 500.000 zu verkaufen, wenn ich was schauen. Ja, wenn, dann muss ich, kann ich es nur mieten. Ne, da kostet 25. Ich glaube, ja, das waren 30.000 insgesamt zu mieten. Hat er keinen kleinen Anhänger hier? Oh, muss ich das riesen Ding hier nehmen? So. Oh, 30.000, ey. Kennst du das Gefühl, wenn man dauermüde ist? Ja, musst halt mal schlafen. Ja, ich schlaf ja. Dann hast du zu viel geschlafen, das gibt's tatsächlich. Wirklich? Gibt's das? Ja. So eine Lethargie, so nennt sich das. So ein Dauererschöpftsein. Weil man zu viel schläft? Ja, ohne Witz. Weißt du denn, wie viel zu viel ist? Alter, wäre der mir fast reingerauscht. Ja, das ist ja unterschiedlich. Also ich weiß, dass bei mir so, bei mir reichen so 6-7 Stunden, habe ich kein Problem. Über eine längere Zeit. Hm. Das hatte ich ja vorher nicht. Ja. Obwohl ich eigentlich genau gleich schlafe. Warte mal, muss man gerade gucken. Okay, ist leer. Wo will denn der hin? Keine Ahnung. Er hat schon 5-mal gesagt, er will sie hier abstellen. Naja, keine Ahnung. Vielleicht bist du gerade auch ein bisschen motivationslos, wenn du nur hier rumsitzt und keine Arbeit hast. Kann sein. Wollte er nicht dem hinterherfahren? Ja, macht er jetzt, glaube ich. Oh. Ja. Oh, die Musik, die ich in meinem Ohr drin habe, ist gut. Jo, finde auch die Musik im Traktor passt, im LKW passt. Ich habe ja meinen Schatz hier drin. Okay. So, warte mal. Dann haben wir das schon weg. Warte mal. Ah, da ist der Waschplatz, okay. Holla. Lädt er jetzt aus oder nicht? Ja, hat er. Hat er schon. Sobald du den Abladerknopf drückst, dann geht das super schnell. Ja, ich darf wusste bloß nicht, ob der Anhänger jetzt hochfährt oder nicht. Oh, da steht eine Ameise. Steht aber auch ungünstig. Ja. So, gut. Dann ist halt die Frage, wie lange der jetzt da oben braucht. Gehen wir mal gucken, oder? Ich glaube, das war bei der Kühlschrankflasche oben direkt. Ja, fahren wir einfach mal hoch. Der Tatra soll das ja schaffen. Ich hoffe nur, dass der Harry die Kilometer nicht kontrolliert. Hoffentlich. Aber wir können das ja eigentlich manipulieren. Manipulieren. Ich mach da nichts, wenn du das kannst. Aber ich glaube, der fragt nicht. Ich mach ja auch manchmal teilweise auch die Kilometer zu. Also. Ich und mein Leute. Telefon lenkt mich ab. Hallo?
Hallo, hier ist der Lukas Müller. Ich wollte ich wollte eigentlich den Herr Verona. Ja, wir sitzen hier mit Freisprecheinrichtung im LKW, deshalb. Ach so, das ist jetzt eigentlich nicht so gut, weil das musste jetzt nicht jeder erfahren. Beziehungsweise ist ja Hans-Peter, Sie sind doch auch Gemeinderat oder so. Ja, klar. Ja, okay, dann ist es nicht so schlimm. Und zwar geht es darum, wegen dem Kredit, weil eigentlich mache ich das ja immer bei Marlon täglich, aber der ist ja zurzeit nicht da. Soll ich das jetzt einfach an Sie überweisen? Ich weiß nicht, inwieweit Sie Überblick haben, wie viel Schulden ich noch habe. Oder soll ich das einfach nächstes Mal die doppelte Menge überweisen? Hans, was sagst du? Ich würde sagen, das sollte nächste Woche dann einfach die doppelte Menge. Okay. Also, wenn das beim Herrn Neumann in der Hand ist, dann hat er den Überblick, dann wäre es einfach geschickt, wenn es über ihn weiterläuft. Ja, nee, ich wollte nur fragen, nicht, dass es dann irgendwie heißt, dass keine Zahlung eingegangen ist und dass es dann irgendwie Stress gibt. Jetzt fährt er weg. Okay, nee, dann wissen Sie Bescheid und wir wissen Bescheid als Gemeinderat und dann passt's. Okay, gut, danke. Tschüss. Tschüss. Hä? Ist er weg. 128.000 Liter Wasser, ja, auf jeden Fall waren die hier. Auf jeden Fall der. Wie heißt der Quadrat, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall der war hier. Jetzt ist der Neumann, der Basics weg. Komm mal rein hier.